was ist denn hier los? Solche mittelalterlichen Zeichnungen gibt irgendwie in irgendeinem Kontext wirklich, ne? Aber ich habe keine Ahnung. Aber das kommt mir sehr bekannt vor, dieses Muster von Lebenden und Toten so in einer Reihe. Ich glaube, das ist irgendwas tatsächlich Existentes, Bekanntes. Oder zumindest Basiertes drauf, so vom Stil her. Aber keine Ahnung. Kommt mir nur bekannt vor. Hallo! Muss ich mit dir reden? Wahrscheinlich. Der beste Stahl, Toussaint. Ah! Sieh nur selbst! Monsieur, der beste Stahl! Jawohl, dann gib mir Louis' Schwert. Ich bin hier, um das Schwert von Louis de Corentin zu holen. Wie dreist! Der Corentin ist tot. Wer bist du? Sein Bruder? Sein Liebhaber? Louis hat nichts dergleichen erwähnt. Mag ja sein, aber dich hat er erwähnt. Und den Umstand, dass du gerne Gwent gespielt hast. Sehr gerne sogar. Bis deine Frau dir geholfen hat, die Sucht zu überwinden. Sie muss ein wahrer Schatz sein. Ach, diese Arschgurke. Ich wollte es doch wieder über den Kamin hängen. Jetzt, wo Louis die Radieschen von unten zählt. Aber es muss wohl sein. Na gut, das Schwert ist dein. Aber lass mich nicht einfach so hängen. Ich will wenigstens meine Ehre zurückgewinnen. Ein paar Ründchen um Geld vielleicht? Und deine Frau? Hast du keine Angst? In meinem Haus habe ich das Sagen. Frauen sind machtlos. Außerdem ist meine Frau gerade bei ihrer Schwester in Belhaven. Also, spielen wir? Trottel. Na gut, dann werde ich dich allein für den letzten Satz, für die letzten Sätze noch ordentlich demütigen. Das hast du jetzt davon. Gib mir einfach gleich das 50, die 5. Ich habe nicht mehr so viel, ich kann nicht mehr so viel wetten. Oh Gott. Hier, alles was ich habe. Na schön, du hast mich überzeugt. Auf geht's. Hey, ich wollte mal was gucken. In meinem Deck habe ich nämlich eine Sache, die gefällt mir nicht. Ich habe nämlich, warte mal, genau hier, dieses Boot habe ich nur zweimal. Ich hätte das gern öfter. Und wenn ich es nicht öfter habe, perfekt. Dann nehme ich das nämlich mit in mein Deck und schmeiß dafür den hier raus. So, perfekt. Bom, bom. Nehme ich, ja, nein. Nein. Ja, gut. Den machen wir fertig. Weil jetzt, dadurch, dass ich die Karte jetzt dreimal im Deck habe, kann ich das machen. Und dadurch wird die Karte schlagartig ziemlich nützlich, während sie vorher nur so, naja, passt schon war. Oh ja, der spielt die Soyatel, ne? Die haben natürlich auch viele von diesen Gruppenkarten. Wie die Monster auch übrigens. Jetzt spiele ich mal unsere Kuh. Der spielt den Spion. Das ist nett. Oder den spiele ich auch gleich zurück. Hier, bitteschön. Doppelspionage. Ah, jetzt holt er punktemäßig ganz schön. Ich glaube, ich muss ein bisschen aufholen, damit ich nicht gefährde, dass er passt. Ich will nämlich, dass er noch nicht passt. Der soll noch ein bisschen weiterspielen. Ah, er passt trotzdem. Nein, jetzt macht er mir aber einen ganz schönen Strich durch die Rechnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Damit habe ich nicht gerechnet, das tut weh. Aber die Karte hier ist jetzt, weil ich nur die habe, relativ nutzlos auf meiner Hand. Kann man die schon mal spielen noch. Naja, genau. Wie gesagt, ich wollte eigentlich ein bisschen über die Spiele reden, die ich aktuell so spiele, während wir die Gwent-Spiele spielen. Während wir das Spiel in dem Spiel spielen, wollte ich über Spiele reden, die ich neben dem Spiel noch so spiele. Weil das vielleicht, da habe ich vielleicht ein paar interessante Tipps. Also wie gesagt, dieses American McGee's Alice Spiel habe ich gespielt. Das fand ich echt immer noch gut, interessant, hat Spaß gemacht und auch wirklich so ein gutes Wild-like-Vorlagespiel. Müsste man nur in der Open World versetzen, die Mechaniken ausbauen, fertig. Nein, jetzt verbrennt er meine Superkarte.
was ich auch gespielt habe, endlich mal, das wollte ich schon lang spielen, aber bin nie dazu gekommen oder hatte nie die Gelegenheit, ist Brutal Legends. Und das finde ich nicht gut. Das finde ich wirklich nicht gut, Brutal Legends. Ich finde diese bizarre Heavy-Metal-Welt ziemlich cool. Und natürlich Jack Black in der Hauptrolle, ne? Da kann man nichts falsch machen. Aber das Spiel an sich, so rein Gameplay, rein spielerisch, ist irgendwie so konfus und verwirrend. Und 100 Mechaniken, die alle irgendwie nicht wirklich sinnvoll etabliert sind in das Spiel. Also das ist ein Chaos, das ist eine Katastrophe, Game Design technisch, finde ich. So viele Mechaniken sind immer nur für eine Mission verfügbar und werden dir im Mord erklärt in einem Tutorial, und nach dieser Mission macht die Taste, die gerade noch irgendeinen Zweck hatte, nichts mehr, hat keine Funktion mehr. Das ist doch kein gutes Game Design. Das ist nur verwirrend. Naja, genau. Aber trotzdem fand ich es nett, das Spiel. Aufgrund seiner Absurdität irgendwie. Und seines bescheuerten Humors. Und jetzt spiele ich aktuell Wreckfest. Und das ist total cool. Die Merlin hat öfter so ihre Playlists laufen. Ihre Alexa-Playlists einfach. Und da sind ganz viel so Anime-Intros und Outros mit drauf. Und da ist unter anderem ein Lied mit drauf. Das ist, glaube ich, ein Naruto-Outro oder sowas. Und das ist total cooler Japano-Punk irgendwie. Total cooler Punk auf Japanisch. Das Lied gefällt mir echt gut. Und irgendwann habe ich mal zu ihr gesagt, ich würde gern mal wieder ein Spiel spielen mit so einem Soundtrack. Weil das hat mich total an so Tony Hawk erinnert. Oder auch so die alten Burnout-Teile oder sowas. Also diese alten, ne, es gab so eine Zeit mit diesen punkigen Fun-Spielen. Einfach so arkadige, coole, spaßige, trotzdem hochwertige AAA-Spiele. Und Wreckfest geht für mich so ein bisschen in die Richtung. Das ist so ein Destruction-Derby-Spiel. Ach Mist, bei den Besten passieren. Geschieht mir recht, weil ich einen Fremden herausgefordert habe. Was für ein Kartensatz. Bis dann. Mit irgendwie lustigen Missionen, wo man dann irgendwie zum Beispiel als kleines, so dieses kleine Drei-Reifen-Auto, das man aus den Mr. Bean-Sketches kennt, muss man dann irgendwie ein Rennen fahren, und alle anderen haben auch diese kleinen Drei-Reifen-Autos, aber einer hat einen riesigen Bus, und dann muss man ständig diesem Bus ausweichen. Oder alle fahren mit Bussen außer man selbst, oder man ist selber der Bus. Naja, oder so ein Mähdrescher Destruction Derby. Es ist total abgedrehter, cooler Blödsinn einfach. Mit einer guten Fahrphysik, macht echt Spaß, finde ich. Und ist eben so ein punkiges, arkadiges Spiel. Genau das, was ich gesucht habe. Genau das, was ich schon lange mal wieder haben wollte. Da hat Wreckfest wirklich so eine aktuelle Lücke in meinem Spielebedürfnis gefüllt irgendwie. Also arkadiges, spaßiges, punkiges Spiel einfach. Das war schön. Oder ist immer noch schön. Na, mittlerweile bin ich jetzt fast durch, ehrlich gesagt. Als ich noch ein Junge war, hatte ich mal gedacht. Aber das war cool. Oh, guck mal, das ist ein nettes Bild da oben. Abgesehen von dem winzigen Schweinekopf auf dem Spieß. Aber der... Es ist bizarr. Was zur Hölle ist hier los? Und was hast du? Überall stehen die Hustenden... Nee, warte mal, das war nicht Witcher 3, das war Final Fantasy 7, das ich letztens gespielt habe. Da standen in den Seitengassen überall die kotzenden Leute rum. Plötzlich. In diesem im Bezirk 6 oder so, glaube ich. Tja. Das kommt erst noch. In der Let's Play-Reihe kommt das erst noch. Ihr wisst jetzt nicht, wovon ich rede, wenn ihr es nicht gespielt habt. Aber ihr könnt die Let's Plays gucken. Dann wisst ihr es. Soll ich mit dem reden? Ich weiß nicht, mit wem ich hier reden soll. Wo führt mich das hin? Ah, anscheinend war das der Hallo. Richtige. Ich bin fertig. Auf dem Friedhof ist es jetzt du wieder schön. Du bist Geralt, du bist gar nicht fertig. Ah, wieder im eigenen Bett schlafen. Im Schlauberger wird es auch immer lauter. Die Gäste gebärden sich wie die Besessenen. Vor allem dieser Irre, der ständig nur Odrin brüllt. Aber sag mir, was war los auf dem Friedhof? Waren es wirklich Bestien? Nein, es war nur ein Ehekrach. Was? Sonst nichts? Aber sie haben gebrüllt wie aufgespießte Iltisse. Tut mir leid, dich mit so einer Bagatelle zu belästigen. Hier, nimm dies als Entschädigung. Danke.
Und ich habe auch schon lange kein Rennspiel mehr gespielt. Ich glaube, seit Forza 3 oder so habe ich nicht mehr wirklich ernsthaft ein Rennspiel gespielt. Und da hatte ich auch mal wieder Bock drauf. Ich bin zwar privat überhaupt kein Autonah, nicht im geringsten. Also Autos, es könnte mir nichts egaler sein. Aber ab und zu spiele ich gern mal ein möglichst arkadiges Rennspiel. Und da war das gerade das Richtige. Also Wreckfest kann ich empfehlen. Wenn man mal wieder Bock auf so ein arkadiges 90er Jahre, früher 2000er Jahre Rennspiel hat. Das ist ein modernes Spiel, jetzt nicht falsch verstehen. Das ist nicht so alt, aber es fühlt sich so an wie so ein Spiel aus dieser Zeit. So ein Tony Hawk unter den Rennspielen, so ein bisschen. Ich mag's. Ich mag Wreckfest. So. Was machen wir jetzt? Level 36 könnte sogar, glaube ich, machen wir. Könntest du nicht auch die Bioshock-Teile veröffentlichen, die ich mal für die Patreons aufgenommen habe? Hey, es tut mir zurzeit echt leid. The Cluedo, danke fürs Abonnieren. Ui, immer noch Witcher. Wie weit würdest du sagen, bist du prozentual in Witcher jetzt? Also, wir sind jetzt beim letzten DLC angekommen und das hier sind jetzt die ganzen Nebenquests, die wir noch haben. Die Hauptquest ist noch... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lang dieser DLC noch ist, aber irgendwann... ist es dann zu Ende wahrscheinlich. Machen wir bei Wilder Wolf weiter, würde ich sagen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, die Bioshock-Teile, genau. Da wollte ich echt sagen, ich bin zurzeit echt total hinterher mit dem Kanal, den zu betreuen. Es ist total furchtbar. Ich weiß das selber. Ich bin wirklich, gerade was so die Playlists angeht und dass wirklich auch immer die Let's Plays pünktlich online gehen und so diese ganzen organisatorischen Kleinigkeiten, kriege ich zurzeit echt nicht auf die Reihe. Ich bin leider momentan wirklich voll ausgelastet. Ich bin einfach momentan am Limit, den Kanal auf oder die Kanäle auf dem Status, wo sie jetzt sind, aufrecht zu erhalten und kann leider momentan echt einfach nicht nachbessern. Mir fehlt einfach die Energie, mir fehlt die Motivation. Ich krieg's einfach aktuell nicht hin. Aber irgendwann wird das hoffentlich wieder besser. Und dann... Na, vielleicht muss ich auch noch ein paar Sachen umstrukturieren grundsätzlich, dass ich mehr Zeit für sowas habe. Ich weiß es noch nicht. Aber ich weiß schon, aktuell ist da viel ein Chaos und viel nicht so schön und so ordentlich und so regelmäßig, wie ich es gern hätte. Aber ich hoffe, dass ich das irgendwie noch hinkriege. Ansonsten muss ich wirklich irgendwo leider wieder ein bisschen kürzen, damit ich dafür mal... Das muss ja nur mal gemacht werden, damit wieder ein Status Quo erreicht wird. Aber zurzeit kriege ich das echt nicht hin, leider. Ja, ich komme gleich zu dir, aber ich höre gerade Leute, die sich prügeln. Ist das hier der Fight Club von Tussaud da unten oder sowas? Hauptsache irgendwas kommt. Na, irgendwas kommt garantiert immer. Let's Plays und Streamaufzeichnungen und die Specials, die kommen... Also, das ist so das Mindeste. Dass das aufrechterhalten bleibt, das kriege ich hin. Wie die NPCs immer schreien, wenn sie einen anrempeln. Okay, reden wir mal mit Le Papillon. Radix von Vierhorn. Schön, dich zu sehen. Le Papillon. Barde, erinnerst du dich? Hallo. Weißt du was? Die ganze Sache mit Ravix, das war nur ein Witz. Nenn mich bitte Geralt. Geralt von Riva? Natürlich. Wie konnte ich's nur vergessen? Du musst wissen, ich bin ein großer Fan. Danke. Von Meister Rittersporn. Ich kenne jede einzelne Ballade seines Hexerzyklus. Ich kann mein Glück kaum fassen. Ha, lustig. Ich wollte gerade noch sagen, das ist der Rittersporn von... Ja. Die Angelegenheit ist grandios. Mein Barbier Jean-Louis Ludovic ist verschwunden. Fantasie Frankreich. Du sollst ihn retten, während ich eine epische Ballade darüber dichte. Hört ihr Leut und lasst euch singen von Barbieren in Not und anderen Dingen. Ja, kann man daran arbeiten, finde ich, an dem Reim. Aber ist ein Anfang. Ist ein Anfang. Hat Geralt aus einem Grundohren an, also wie bei Zelda, dass er schneller ist zum Beispiel, oder ist das nur zum Spaß? Das ist nur zum Spaß. Ich habe die irgendwie in meinem Inventar entdeckt
ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, woher ich die habe. Aber ich habe mir gedacht, na, das ist cool. Nachdem wir jetzt irgendwie 20 Folgen die Nickelbrille auf hatten, habe ich mir gedacht, setzen wir mir jetzt mal die Eselsohren auf. Steht ihm, finde ich. Eigentlich nicht wirklich. Aber vielleicht, was damit er. Ich glaube, er will sich einfach verbundener mit Plötze fühlen. Die Welt aus der Sicht eines Vierhufers sehen. Was ist eigentlich passiert? Du sagst, der Barbier sei verschwunden. Bist du sicher? Aber es hat keinen Gameplay-Effekt. Es hat sich ohne Zweifel etwas Schreckliches, etwas Absurdes zugetragen. Jean-Louis kommt nie zu spät zur Arbeit. Er ist über die Maßen pünktlich. Gewiss wird er sich geehrt fühlen, wenn gerade ich von seiner dramatischen Rettung künde. Die Version finde ich toll, dass er die Welt aus den Augen von Plötze, dass er sich mehr mit Plötze verbunden findet. Ja, genau, finde ich auch gut. Dabei bleiben wir, finde ich. Ja, sehen wir uns die Sache an. Gut, mal sehen, was ich herausfinde. Wenn du mitkommen musst, gibt es eine Regel. Bleib aus dem Weg, mir und meinem Schwert. Gewiss, du wirst mich gar nicht bemerken. Da ist der Salon von Jean-Louis. Ah... Was ist? Ich habe das perfekte Ende gefunden. Und alles zu Ehren der Herzogin Gnaden. Ich dachte, es ginge um einen Hexer und einen Barbier. Was hat die Herzogin damit zu tun? Die Herrin ist so launisch wie die Hengstfohlen, die sie reitet. Heute erinnern sich alle an meine Zeilen beim Turnier. Doch morgen verlangt es ihr beim Frühstück womöglich nach einer neuen Ballade. Man muss die Chancen ergreifen, wenn sie sich einem bieten. Also gut, wo fangen wir an? Bei der Tür. Wir brechen sie auf. Ich war eigentlich gerade ganz woanders, auf einer anderen Quest beschäftigt, aber gut, meinetwegen. Das mache ich immer echt gerne. Ich finde, das ist so schön. Mit dem Machtstoß zu Türen aufbrechen, das ist immer, das macht Spaß. Kann ich damit eigentlich auch Kerzen auspusten? Gehen wir hinein! Habe ich das schon mal versucht? Dieses Ziel kannst du nicht angreifen. Ich will auch nicht den Baden angreifen, ich will die Kerzen. Ja, es geht! Nice! Le Papillon, du bist ein Glückspilz. Wo genau fächerst du hin mit deinem Fächer? Ich glaube, du weißt nicht, wie Fächer funktionieren, Le Papillon, oder? Oder ist das irgendwie... Ich meine, ne? Wie gesagt, ich bin hier nur Tourist. Ich kenne mich nicht aus mit den Eigenheiten hier. Lassen wir das einfach mal so stehen. Oh, hier gibt es ja viele Hinweise. Na gut, schauen wir mal. Leerer Pomadentiegel. Blumiger Duft. Ach, sehr blumig. Die Schere ist ganz stumpf. Damit konnte er keine Haare schneiden. Verdächtig. Die Schere ist ganz stumpf. Damit konnte er keine Haare schneiden. Sehr verdächtig. Aber wir haben hier noch ein paar Hinweise. Oder, ne, einer ist hier zumindest noch. Die anderen sind, glaube ich, oben. Aber irgendwie funktioniert... Ah, jetzt. Dieser Tiegel ist auch leer. Okay, leere Tiegel, stumpfe Scheren, blumige Gerüche. Hier ist was faul. Abgesehen von den blumigen Gerüchen, die sind, schätze ich mal, für den Friseursalon irgendwie nicht verdächtig. Das Schloss ist intakt. Niemand hat sich gewaltsam Zutritt verschafft. Dieser Tiegel ist auch leer. Warum sind hier alle Tiegel leer? Wer weiß. Jetzt kommt's. Sein Auftragsbuch. Sein Auftragsbuch. Maniküre, Locken, zintrisches Pendel, rivischer Pferdeschwanz, Flößermatte. Völlig aus der Mode in Novigrad. Ah, seine Termine. Den letzten hatte eine gewisse Herrin de Pompidou. Kennst du eine Herrin de Pompidou? Ja, eine reizende alte Dame. Ganz harmlos. Jean-Louis macht ihr seit 10 Jahren die Haare. Die Skizze hier sieht wie eine Karte aus. Sagt sie dir was? Ich ahne, was sie zeigt. Aber da ist nichts. Nur Felder und Wiesen. Ich glaube, ich verstehe. Und auch ich. Vielleicht.
So sah er sich um und fand alles zum Besten. Es fehlt nur der Maitre, der ritt wohl gen Westen. Kannst du für eine Minute den Mund halten? Ich glaube, ich weiß, was mit dem Barbier passiert ist. Keine Anzeichen eines Einbruchs oder Kampfs. Meiner Meinung nach holt er nur Zutaten für Pomade. Er hat offenbar keine Pomade mehr. Ja, wirklich. Er mag durchaus um Wildblumen auf die Wiesen hinter der Stadt gezogen sein, wo er von Trollen verschlungen wurde. Oder Zyklopen. Beides ist famos. Kannst du den Ort finden, wenn du seine Karte nimmst? Natürlich. Dann führ mich hin. Na dann. Wow, der NPC hat mich gerade voll die Treppe runtergeschlittert. Geschliffen, geschubst, nee, Blau glänzte Seide liegert in seiner Hand. Geschoben, das trifft's am besten. Geschoben hat er mich. Sie traten aus dem Tor, bewachsen von Reben. Den Barbier zu finden, das war ihr Bestreben. Geht das jetzt auf dem ganzen Weg so weiter? Sie sagten, leb wohl den moosigen Steinen und schritten von dannen. Zweifel gab es keinen. Also der beste Bade ist er nicht, ne? Das Versmaß und so, das lässt zu wünschen übrig, lieber Le Papillon. Siehe, der Ort, den die Karte bezeichnet. Zurück, verdammt! Mit dem Blumen habe ich schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht, ne? Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe außerdem versehentlich mein Schwert weggesteckt. Und ich muss Igni ausrüsten. Okay. Jetzt können wir anfangen. Ach, komm mal, du kannst doch nicht da oben spawnen. Da kann ich gar nicht hin. Was ist denn das hier für ein Blödsinn? Okay, Blume, entweder du kommst jetzt und kämpfst oder wir lassen es. So nicht. Auf jeden Fall. So nicht. Entweder spawnst du jetzt hier oder ich gehe weg. Also wirklich. Na gut, dann komme ich jetzt an den Strand, aber wehe, du gräbst dich dann nach oben durch. Aha! Guck, Blume. Nein, so geht das nicht. Au. Hey, jetzt aufhören. Das ist wirklich ein bisschen doof, ne? Oh, ich hasse diese Blumen. Dass die, wenn sie sich wegteleportieren, explodieren und mir dann auch noch Schaden machen. Komm schon, Spiel. Das ist ein bisschen gemein, dieses Ding. Und dass es dann jetzt auch noch auf so Schrägen spawnt, auf die ich gar nicht stehen kann als Hexer, macht es echt nicht gerade besser. Oh, jetzt hat er eine nötige Ignit auf. Böse Blume. Glitschige, verbackte Blume. Naja, hast du jetzt davon. Was war das für ein Unhold? Eine Archespore. Ob hier noch mehr davon sind? Wer weiß. Was sagen denn deine geschärften Sinne? Dass du besser die Beine in die Hand nimmst. Vorzüglicher Scherz. Ziehen wir weiter. Du wirst mich doch verteidigen, oder nicht? Auf zum zweiten Punkt auf der Karte. Die Klinge ging nieder, seine Haut sie zerfetzte. Das Blut des Archespor die Umgebung benetzte. Dem Gedärm des Biests entfiel kein Teil vom Barbier. Er wurde erwischt von anderem Getier. Da, Jean-Louis Korb. Den würde ich überall erkennen. Ein Korb mit Blütenblättern. Er war hier. Wir können sicher sein. Duften wie die Pomade. Ein Hinweis. Ich habe einen Hinweis gefunden. Nein, vielleicht doch nicht. Und alle... Ein Hinweis. Ich habe einen Hinweis gefunden. Nein, vielleicht doch nicht. Hört mein Gedicht und sitzt für eine Weile. Der Barbier war mein Freund und der Heck... Zertrampeltes Gras. Fußspuren von mehreren Leuten. Und Blut. Du hast wohl recht gehabt. Es ist ihm etwas zugestoßen. Puh,
Ein Glück. Hoffentlich waren es keine Zyklopen. Da gibt es kaum Reime. Wirklich? Stimmt das wirklich? Auch im Deutschen? Zyklop? Ja, ja. Ich sehe, es ist schwierig. Ein Reim auf Zyklop. Antilop. Zyklop. Und? Bist du ihm schon auf der Spur? Nee. Ja, er hat recht. Zyklop ist schwierig. Anthropod. Der Boden ist felsig. Die Spur verliert sich hier. Sind wohl tiefer in die Höhle vorgedrungen. Die Frisur ist der letzte Schrei. Der sich dann erhob. Naja, Zyklop erhob. Ja, 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 ja. Okay. Nichts als geschwätzt, du Bartbügler. Der letzte Schrei in einem Kacknest wie Kovir. Das hier ist Nilfgaard, du Pfeifenwichs. Was hat er dir getan? Was er mir getan hat? Er hat mich frisiert. Mir einen Entenarsch verpasst, einen Affenputz, einen Biberschwanz. Ich weiß es nicht mal. Ich sah so unmöglich aus, dass ich das Turnier absagen musste. Wo ich meine Tapferkeit bewiesen hätte. Mademoiselle Vivienne de Tabry wäre mein Preis gewesen. Dann kommt er und schwätzt von letztem Schrei. Und ich vertue meine Chance wegen meiner Haare. Du hast es ihm ja ganz hübsch eingezahlt. Ich habe erst angefangen. Vielleicht sollte ich noch mehr abschneiden. Haare wachsen wieder. Du willst wirklich jemanden umbringen, weil dir die Frisur nicht gefällt? Wer bist du, Rumtreiber, mir Vorhaltungen zu machen? Ein Ritter mit Wappen? Vor uns steht ein Rächer der unterdrückten Jungs. Auf ihn! Ja, wirklich nicht sehr ritterlich. Liebe Leute, sperrt die Ohren auf. Der Hexer gab dem bösen Ritter mächtig ein paar drauf. Werbel, Zauber, Windattacke! Funktioniert immer wieder gut. Okay, jetzt bin ich ein bisschen umzingelt. Puh, Double Kill! Und jetzt pflücke ich noch ein paar Pilze. So, Kampf beendet. Le Papillon? Bei Marjohans Wunden. Du hast mich im letzten Moment gerettet. Gern geschehen. Jean-Louis Ludovic nehme ich an. Verschwinden wir von hier, bevor... Ruhe, alle beide. Ich hab's. Die Mannen des Ritters erstarren vor Angst. Der Ritter selbst hat die Hosen voll. Der Hexer schlägt zu, haut den Ritter in zwei, entmannt ihn gar, der Trick ist toll. Ein weiterer Streich, er ist schon ganz bleich. Der Hexer lässt ihn im Blute baden. Ja, sogar ertrinken, wir sehen ihn versinken und alles zu Ehren der Herzogin Gnaden. So habe ich das aber nicht in Erinnerung. Vergib, Hexer, aber Poesie ist nicht dein Fachgebiet. Du hast davon keinen Schimmer. Das heutige Publikum verlangt großes Drama. Und das liefere ich. Was ist mit meinem Lohn? Ich habe beschlossen, dir einen vernünftigen Anteil meiner Einnahmen zu überlassen. Zahlbar, was sagen wir, halbjährlich? Du bist also pleite. Ich schulde dir 1000 Dank, Meister Hexer. Ich zahle dir gerne deinen Lohn. Außerdem kannst du dir bei mir jederzeit die Haarspitzen schneiden lassen. Danke. Pass auf dich auf. Kann ich mir auch die Ohren stutzen lassen? Das Ohrenfell?
Ich meine ja nur. Hallo, King of Felix. Genau, das ist eine gute, das ist auch eine gute Erklärung von Nina, was die Ohren sollen. Ersatz für meine Hasenmütze. Brief von Hans von Schwarzwald an den ehrenwerten Herr Duval. Duval, Duval, Duval. An welchem Spiel, das ich unlängst gespielt habe, gibt es denn einen Duval? Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Wartet mal, ich muss Duval googeln. Mal schauen, ob wir das relativ schnell lösen können, das Mysterium. Ansonsten lasse ich's. Duval, 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 Duval. Mist, es gibt echte Menschen, die so heißen. Das macht's schwierig. Duval. Nee, keine Ahnung, aber in irgendeinem Spiel, das ich unlängst gespielt habe, liest man den Namen öfter. Irgendeine relativ wichtige Nebenfigur. Aber gerade finde ich auf Google nur echte Menschen. Und wen interessieren echte Menschen? Halo ist es nicht. Da gibt es anscheinend auch einen Duval. Aber den meine ich nicht. Naja, falls ihr das auf YouTube seht, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Idee habt, was das sein könnte. Und falls ihr das jetzt live im Stream seht, ihr könnt mir gerne in den Chat schreiben, falls ihr eine Ahnung habt, in welchem Videospiel es einen Duval gibt. Den man eventuell auch Duval schreibt, da bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall so ähnlich. Naja, an den ehrenwerten Herrn Duval. Entsprechend unserer Vereinbarung übersende ich dir ein Gedicht als Ode an die Schönheit deiner Angebeteten. Hey, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, hätte ich echt gerne den Kerl, der sich über die Frisur beschwert hat, ohne Helm gesehen. Aber, naja, gut. Der edlen Vivian the Tabris. War das die Vogelfrau? Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie unsensibel, dass ich die so nenne. Aber ich hab Schluck auf. Aber ihr wisst, wen ich meine, die Vogelfrau. Vivienne, war das? Ich glaube, das war die, oder? Hiermit verzichte ich auf alle Rechte als Urheber an besagtem Gedicht als Gegenleistung für die Einzahlung der besprochenen Summe auf mein Konto bei der Gianfanelli Bank. Jetzt kommt das Gedicht. Beruf mich nicht, Entschuldigung zu sagen, dem Unrecht, das du grausam mir gebracht. Dein Mund mag mich doch nicht deine Augen schlagen. Hä? Nicht Tücke brauche Macht nur gegen Macht. Hä? Was? Sag offen, dass du einen anderen liebst, jedoch vor mir blick ihn nicht heimlich an. Nicht tut es Not, dass du die Täuschung übst, da deine Macht mich schon vernichten kann. Ja, ein schönes Gedicht. Wo muss ich hin? Muss ich da hoch? Ich glaube schon. Naja. Hallo, Earth Freedom. Du hast wohl beim Gwint auf der Hochzeit verloren, oder? Beim Gwint auf der Hochzeit verloren. Ich weiß nicht, auf was das gerade anspielt. Spielt das, habe ich daher die Eselsohren? Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern, woher ich die habe. Wegen den Hasenohren. Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern, wie die in mein Inventar gekommen sind. Fand die nur total witzig und habe die aufgesetzt. Gut möglich. Ich kann mich wirklich, ich weiß es nicht mehr. Na gut. Nebenquest Stufe 36. Wilder Wolf. Auf seinen Reisen durch Toussaint erfährt Geralt, dass die öffentlichen Liebhaber von Wein und herzhaften Unterhaltungen auch gerne Faustkampfturniere abhielten. Er beschloss, sich anzumelden. Ach was. Na, wenn das da in der Questbeschreibung steht, dann werden wir das wohl machen, ne? Es ist Schicksal. Es steht so geschrieben. Kann man nichts machen. Hossa!
Wie weit ist denn das noch? Nicht mehr weit. 150. Na, dann ist es gut. Das geht ja noch. Da kommen wir durch. Ich glaube, es sind Eselsohren, oder? Es sieht aus wie Eselsohren. Ich finde es schon sehr eselig. Wow! Wow! Wo gehst du hin? Ich finde die Samples, wenn man die Leute anstupst, lustig. Die passen so gar nicht zum angestupst werden, oder? Angerempelt werden. Wer ist denn hier der Kampfturnierkerl? Bist du der Buchmacher? Wahrscheinlich der Buchmacher. Ja! So. Damit du nicht überrumpelt wirst, denk daran, Intellekt zählt so viel wie Stärke. Denn Kerlbürste ist kein gewöhnlicher Kämpfer. Kerlbürste. Was für ein Name. Ein Name wie des Windes klang. Ach, ich kann sogar darauf eingehen, dass Kerlbürste ein seltsamer Name ist. Dann machen wir das. Kerlbürste? Den Namen höre ich zum ersten Mal. Man sollte seinen Gegner nicht nach dem Namen beurteilen. Meister Kerlbürste ist ein Sattler. Ein sehr tapferer. Seine Schläge sind so wild, wie seine Repliken hart. Nein, nicht seine Repliken. Was auch immer das bedeuten mag. Ich bin dabei. Sir Kerlbürste, du wirst heute ordentlich weggebürstet. Soll das eine Anspielung an Guybrush Threepwood aus Monkey Island sein? Kerlbürste, ja, du hast recht. Jetzt würde mich sehr interessieren, wie der im Englischen heißt, ne? Könnte durchaus sein, dass der im Englischen tatsächlich Guybrush heißt. Und dann, ne? Klar, wer weiß. Legen wir los. Schade, dass die das übersetzt haben, wenn zu wehr. Ich hab Knie weicher als Wackelpudding. Lass uns diesen lächerlichen Kampf hinter uns bringen. Im Verhöhnen bin ich so gut wie kein Zweiter. Insbesondere besser als irgendein Hurenreiter. Mhm. Das ist definitiv Guybrush Threepwood. Sogar, ne? Es ist gar kein Kampf mit Fäusten anscheinend. Das haben die übrigens auch in Assassin's Creed Valhalla voll irgendwie geklaut, ne? Da gibt's diese seltsamen Quests, wo man so Beleidigungsturnieren mitmacht und dann auch immer sich so reimend beleidigen muss. Tja, und nicht nur einmal, die Quests gibt's immer wieder. Na gut, dann sagen wir mal. Also, was hat er gesagt? Im Verhöhen bin ich so gut wie kein Zweiter, insbesondere besser als irgendein Hurenreiter. Ach so, ich reim gar nicht. Ich gehe gar nicht drauf ein. Das passt auch nicht zu Geralt, das stimmt. Ich sage einfach nur deine Mutter. Das musst du ja wissen. Schließlich ist deine Mutter selbst eine Hure. Ha, jämmerlich. Das kommt mir ganz recht. Was ist los? Angst? Ist dem Hexer schon schlecht? Ich nehme einfach immer die banalste Antwort. Das passt, finde ich, zu Geralt. Gerade in der Situation. Ja, du stinkst wirklich übel. Mir wird blümmerant. Ha! Gib auf und hau ab! Deine Mühen sind vergebens. Dein Witz ist wie eine schlappe Nudel. Verschrobene Beleidigungen brauche ich nicht. Ich kenne wirksamere Methoden. Ja, das ist ziemlich offensichtlich ein Guybrush Threepwood, eine Anspielung. Schade, dass ich mit meinen Fäusten keinen Wirbelzwirbel-Zauberwind machen kann, ne? Jetzt muss ich erstmal wieder auf Faustkampf umgewöhnen mich, damit ich hier mit Kerlbürste fertig werde. Also, ohne Witz, dass die dann den Namen Guybrush übersetzen, das ist schon ziemlich übel, finde ich, ne? Das finde ich einfach nicht gut. Deswegen sollte man Namen nicht übersetzen, weil der Witz nicht funktioniert. Weil halt Guybrush Threepwood im Deutschen halt nicht Kerlbürste Treibholz geheißen hat, sondern Guybrush Threepwood. Ich meine, come on, Übersetzer, come on. Also bitte. Kann man doch nicht machen. Au, der verhaut uns. Wir haben verloren. Der hat uns echt in die Ecke gedrängt. Ich bin nicht mehr rausgekommen. Der Hexer hat verloren. Meister Kerlbürste verweigerte er das Wortgefecht und das bekam dem Hexer schlecht. Der hat nichts übrig für wortkarge, langweilige Faustkämpfer ohne Werf.
Ich will eine Revanche, wenn das geht. Bereit zum Kampf? Ich wette natürlich nochmal 100, damit wir unsere verlorenen 100 wieder kriegen. Klar, jetzt bin ich eingeboxt, jetzt kann's losgehen. Oh, ich hab Knie weicher als Wackelpudding. Lass uns diesen lächerlichen Kampf hinter uns bringen. Im Verhöhnen bin ich so gut wie kein Zweiter. Insbesondere... Nein, muss ich jetzt den Dialog nochmal führen? Dann nehmen wir mal andere Optionen, mal schauen. Verschrobene Beleidigungen brauche ich nicht. Ich kenne wirksamere Methoden. Ach, das ging ja flott jetzt. Na dann. Wow, wow. Das Publikum ist gehypt. Fehler. Einfach draufhauen, Geralt. Wird schon irgendwann. Er kann nicht alles blocken. Irgendwie kann er sehr gut alles blocken, ne? Mach mal ein paar leichte Jabs zwischendrin. Jetzt wieder harte Schläge. Jetzt wieder zack und bam. Ganz genau. Na schau. Jetzt weiß er, wie das ist, in die Ecke gedrängt zu sein und nicht mehr ausweichen zu können. Frustrierend nämlich. Als Mann weniger Worte und noch weniger Scherze beweist der Hexer Kampfeswillen. Geralt hat Perlbürste geplättet. Ich habe keinen Reim bekommen, oder was? Du musst zwei weitere Champions besiegen, bevor du den Maestro herausfordern kannst. Stillwasser findest du in Hauteville, nahe der Scharlatanallee. Der Koloss kämpft im größten Hof von Saint-Sébastien. Naja. Guybrush, vielleicht bleibst du doch lieber bei der Piratenkarriere. Karatenpiriere. Okay, dann gehen wir gleich, machen wir die Quest fertig. Gehen wir gleich zum nächsten. Gehen wir zu Stillwasser. Jetzt dank Treepwood bin ich auch bei Stillwasser natürlich verwirrt, ne? Oder hinterfragt das. Könnte das auch irgendeine Anspielung sein? Stillwasser? Weiß ich nicht. Mir fällt gerade nichts ein zumindest. Ich hoffe, Geralt nicht am Fallschaden sterben. Das wäre peinlich. Gut. So, mit wem muss ich reden, bitte? Wirst du gegen Stillwasser antreten? Na, wirst du? Wirst du? Ich wüsste gerne, wen ich vermöble. Der Ritter verrät nicht, wie er heißt oder aussieht. Er sagt kein Sterbenswörtchen. Guter Herr, zügle deine Neugierde. Ein Ritterschwur ist kein leeres Versprechen. Stillwasser wird Gesicht und Wappen verbergen, bis ihn jemand besiegt hat. Also, kämpfst du nun oder nicht? Oh, keine Ahnung. Ich meine, ne? Normalerweise würde ich mir überhaupt nichts jetzt dabei denken. Aber dadurch, dass der vorherige eben so eine Guybrush-Treepwood-Anspielung war, denke ich gleich, weil er nichts sagt an den Silent Protagonist, ne? Da gäbe es ja viele Kandidaten, die das verkörpern würden. Aber jetzt besiegen wir ihn mal, vielleicht ergibt sich dann was. Ne Anspielung, eine deutliche, die man versteht. Ich fordere dich zum Duell. Mhm. Edle Herren, tugendhafte Damen, schon bald beginnt ein weiterer Kampf. Oh, geht gleich mal gut los. Also, nur aufgrund der blonden Haare und weil er nichts sagt und weil sein Angriff so laut schreit, sage ich einfach mal, das ist eine Link-Referenz. Aber ich habe keine Ahnung. Warten wir mal ab, was da noch kommt. Verdammt. Ah!
Stillwasser, hör mal auf zu blocken. Ich weiß nicht mal, wie blocken geht, also come on. Warte mal, L2. Okay, ich kann auch blocken, schau. Das hast du jetzt davon. Jetzt weißt du, wie das ist, wenn einer da blockt. Au, der macht mich fertig. Stillwasser ist nicht ohne. Oh, mit einem leichten Jab aus der Deckung hat er uns zum Boden. Stillwasser bezwingt den Hexer mühelos. Der Titan bleibt wieder einmal ungeschlagen. Sein Schweigegelübde somit ungebrochen. Zu Boden geboxt. Machen wir noch eine Runde. Zurück. Ein Kampf gegen Stillwasser wäre das nichts. Lust auf eine Herausforderung? Den mache ich fertig. Ich fordere dich. Edle Herren, los geht's. Traurig, aber wahr. Knöpfchen drücken ist einfach die beste Strategie bei diesen Kämpfen. Kann man nichts machen. Ne? Boxen, 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 boxen. Wenn man geschubst wird, ausweichen. Und dann boxen, 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 boxen. Und dann gewinnt man. Ne, ich wollte es zu stylisch und schön machen beim ersten Mal. Der Hexer bezwingt den bislang ungeschlagenen Stillwasser. Was für ein Kampf! Seines Gelübdes enthoben, kann der Ritter nun sein Gesicht zeigen. Deine Schläge sind stark und ehrlich. Meinen Glückwunsch. Danke. Sonst hast du nichts zu sagen? Ich bin eine Frau. Keine dummen Sprüche? Wieso? Was soll da dran sein? Wir leben doch im 13. Jahrhundert. Frauen führen Tavernen und Höfe und kämpfen. Behauptest du nicht, es wäre ehrlos, gegen ein Weib zu kämpfen? Das ist was für Leute, die Angst haben, gegen eine Frau zu verlieren. Nun steht nur noch der Koloss zwischen dir und dem Maestro. Du solltest nach Saint-Sébastien aufbrechen und nach dem größten Hof dort suchen. Finde ich schön. Keine Videospielreferenz an der Stelle, denke ich mal. Aber trotzdem irgendwie nett, finde ich. Wir leben noch im 13. Jahrhundert. Sodala. Auf zum letzten Kontrahenten. Hey, kann ich hier abkürzen? Meine Abkürzungen in Videospielen stellen sich meistens als tragische Fehlschläge und Verlängerungen heraus. Aber ich gebe nicht auf. Ja, in dem Fall war es eine Abkürzung. Yeah. Ich bin immer noch der Shortcut Master. Nix Wege. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Querfeld ein. Und wenn der Fallschaden uns holt, so möge es sein. Aber bis dahin... Wir sind schon auf alle denkbaren Arten bestraft worden. Yeah, Geralt, wir haben's drauf. Wir sind so ein Shortcut-Master. So, wo ist denn hier bitte der Kampfbeauftragte? Oh, du siehst wie ein Mann aus, der sich austoben will. Hey, Weißlöckchen, traust du dich gegen den Koloss zu kämpfen? Na klar. Der Koloss? Interessanter Spitzname. Oder hat ihn seine Mutter nach seiner Geburt wirklich so genannt? Aber natürlich, warum auch nicht? Der Koloss, das klingt nach Stolz und Leidenschaft. Also, kämpfst du mit? Gut, kämpfen wir. Ha, langweilig. Kein Interesse. Ich bin schnell. Zu schnell für dich. Schwuppdiwupp, Arm kaputt. Und wie willst du dann dein Schwert halten? Das ist doch kein Wettkampf. Du willst nicht kämpfen? Warum dann nach Herausforderern suchen und meine Zeit verschwenden? Oho, wir sind etwas gereizt, wie? Ein Hexer, hm? Huh? Machen wir es so. Blockst du drei meiner Schläge, gewinnst du. Aber du darfst mich nicht angreifen. Kein einziges Mal. Block einfach meine Schläge ab, okay? Doppelter Einsatz, wenn du drei überstehst. Spendierhosen an. Ich weiß ja, dass du es nicht schaffen wirst.
noch keiner geschafft. Bin zu schnell. Na, bist du bereit? Ich finde Nippelpiercings furchtbar. Oh Gott, da kriege ich gleich irgendwie ein ganz kribbeliges Gefühl an den Nippeln. Und kein gutes. Nix gegen eure persönlichen Entscheidungen, Leute, wenn ihr zuguckt. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Aber wenn ich die sehe, ist das bei mir immer so, oh Gott, nein, Hilfe, bitte nicht. Also, dann machen wir das. Blocken wir seine Schläge. Ich habe ja beim letzten Mal die Block-Taste entdeckt. Die nutzen wir jetzt. Na schön. Ich bezweifle, dass mir das Blocken von ein paar Schlägen Probleme macht. Gut, endlich jemand mit Sportsgeist. Aber Achtung. Laut der Regeln darfst du erst dann blocken, wenn ich meine Faust geballt habe. Dauerblocken ist verboten. Meine Damen und Herren, werde Zeuge eines ungewöhnlichen Kampfes. Wie soll ich es sagen? Der Hexer hat eine kolossale Herausforderung angenommen. Okay, erst wenn er seine Fäuste bald blocken. Wo ist die Blocktaste? Na komm schon. Haha! Was sagst du dazu? Ja! Loser. Tja, da sagt er nichts mehr, der Koloss. Unglaublich! Der Hexer hat die Schläge des Kolosses geblockt! Das hat noch keiner geschafft! Hier ist dein Anteil. Das war ehrlich gesagt nicht mal schwer. Respekt, edler Herr. Das haben wir seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und nun hast du das Recht, den Maestro persönlich herauszufordern. Du findest ihn bei den Docks. Der Maestro persönlich. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich glaube, ein echter Kampf gegen den Koloss wäre sehr viel schwieriger gewesen als das gerade. Aber das hat mir wieder in Erinnerung gebracht, dass man blocken und kontern kann. Das ist ziemlich gut. Das dürfte mir zukünftige Kämpfe wahrscheinlich erleichtern. Nee, warte mal. Ich benutze wieder meine Abkürzungen. Abkürzungen TM. Die Landsquid Birdrider Abkürzungen TM. Die meistens dazu führen, dass man sehr viel länger unterwegs ist und irgendwie total verliert, wo man überhaupt ist und sich nicht mehr auskennt. Aber manchmal auch nicht. Ich mache das in Wirklichkeit auch öfter, ehrlich gesagt. Dass wenn ich weiß, wo was ungefähr ist, gehe ich ungefähr in die Richtung und nicht dahin, wo es Navi zeigt. Und dann habe ich meistens ein Problem und verlaufe mich komplett. Aber in Videospielen funktioniert das wesentlich besser meistens. Oft, manchmal. Es kommt vor, dass es funktioniert. Ich glaube, in Videospielen sind die Konsequenzen einfach nicht so groß, wenn man sich komplett verläuft. Ah, guckt euch das an. Was für eine Abkürzung. Wo ist hier der Buchmesser? Holy Potato, was ist denn hier in dem Ring los? Meine Güte, da liegt genug Blut für... Also ich meine, das sieht ungesund aus. Finde ich hier den Boxer, den man den Maestro nennt? Maestro, Champion, der Unbesiegte. Er hat viele Namen. Du bist der Hexer, der die drei geringeren Meister ausgeschaltet hat? Der bin ich. Wollte gegen den Maestro kämpfen. Doch er scheint verhindert. Mit Alkohol kuriert der Maestro seine schlimme Schüchternheit. Er ist ein sensibler Mann, musst du wissen. Nüchtern würde er nicht mal ein Kissen ausklopfen. Ein nüchterner Kampf ist wie ein Tanz ohne Musik. Vergiss den Kampf. Du kannst ja kaum stehen, so blau bist du. Das geht sicher einen feuchten Kehricht an. Uff, du schwitzt, dass mein Wodka warm wird. Kämpfst du, ja oder nein? Trinkst du gerade ungefähr einen halben Liter Wodka aus diesem Krug? Hey, ich meine, ich hatte auch eine wilde Jugend. Ne, das ist für mich nichts Unbekanntes, aber... Alter. Also gut, ich fordere dich heraus. Moment! Hoppla, ich habe meine Prinzipien und Regeln. Wo ich esse, scheiße ich nicht. Und gegen nüchterne Leute kämpfe ich nicht. Was heißt das? Das heißt, entweder du trinkst oder du verpisst dich mit Anlauf. Kann ich auch mit Anlauf trinken? Das wäre nämlich interessant. Ich trinke. Schön.
Mesdames, Messieurs, der Maestro tritt auf. Endlich. Ich frage mich, wie betrunken wir jetzt sind und wie uns das im Kampf beeinflusst. Aber ich habe extra meine Eselsohren-Antennen auf, die eigentlich kosmische Energien sammeln und alle Betrunkenheitseffekte negieren. Laut mir. Haha, ich kann jetzt kontern. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Ich habe gelernt, wie Konter geht im letzten Kampf. Au. Au! Hey, gut pariert. Dieser Konter. Ja. Verdammt. Nicht gut. Boah, der, wenn der mal trifft, ey. Verdammt. Dann aber. Okay, Geralt, jetzt ganz cool bleiben. Wir haben es fast geschafft, aber es ist alles so verschwommen. Ich sehe nichts mehr. Nein, nein, wir verlieren. Ich sehe meinen Gegner nicht. Das war jetzt gemein. Wenn die Kamera nicht mitspielt, kann ich nichts fühlen. Ich glaube, der Kameramann war auch ein bisschen betrunken. Natürlich nicht so gut wie ich. Mein Rat? Trink! Dann trink noch mehr! Du bist nicht ausreichend abgefüllt. Das ist dein Problem. Mhm. Wir werden sehen. Nächstes Mal. Ich will eine Revanche. Hallo, Herr Kampfmeister. Ich würde gern mit Ihnen reden. Bist du jetzt der Kampfmeister? Nee, du bist ein Städter. Ja. Entweder trinkst du. So, bitte. Noch eine Runde. Ich trinke. Ich glaube, ich versuche diesmal wieder meine Knöpfchendrücktechnik. Die hat sich als sehr effektiv bewahrwiesen. Ich mach gehacktes aus dir. Hey, gut pariert. Dieser Konter. Ja. Nee, der blockt gut. Da hilft mein Knöpfchen drücken gar nicht so viel, ne? Da macht er mich fertig, glaube ich. Ich glaube, wir werden hier gerade Zeuge echt guten Game Designs. Ich glaube, die wollten mir in dem letzten Kampf wirklich nochmal ein Block-Tutorial geben, damit ich jetzt hier weiß, wie man blockt, damit ich den besiegen kann. Also kontern. Ne? Das ist gut. Das ist wirklich gut. Nochmal kurz so in Erinnerung rufen, wie es geht. Ist ja schon lange her, im Hauptspiel und so. Und dann wird's ernst. Finde ich gut. Haben die gut gemacht. Jawoll! Oh, du Frechdachs! Hast mich besiegt! Frechdachs! Schönes Wort. Einfach glorreich! Danke. Ich kann es nicht fassen. Darauf muss ich trinken. Guter Kampf. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass du jetzt den Titel trägst. Da habe ich mehr Zeit für meine wahre Leidenschaft. Hiermit erkläre ich Hexer Geralt von Riva zum Faustkampf-Champion von Buclair. Bravo! Hier, deine Trophäe. Die kann ich gleich leben in mein Haus stellen. Saufen ist wie lieben und lecken. Da haben die Entwickler entdeckt, wie mächtig Housing und Customization sein kann, ne? Questbelohnungen werden einfach nur noch Ausstellungsgegenstände für sein Haus und es funktioniert. Für mich zumindest, nicht für jeden. Aber für mich funktioniert sowas gut.